30 und Wasser durch die Decke. Okay. So, ich bin jetzt bereit. So, man sollte nur früh. Was? Denn für ein Kacke ist. Nicht. Marus, da einmal liegt immer noch vor der Tür. Was hast du wohin geworfen? Oh, die von dem Haupteingang habe ich einmal hingeworfen. So. Ja. Ne. Aber der ist nicht befüllt. Ja, kann. So, dann. Wo rein, ne? Mensch, wo sind die ganzen Ziegen? Wo mit den Cookies? Anfang links, glaube ich. Da. Erste. What the? So. Dann breche ich jetzt auf. Andreas, wieso machst du die ganzen Kisten kaputt? Ich sollte das doch umbauen, ne? Achso. Ja, ja, okay. Stimmt. Ja. Okay, dann bis später, ne? Ich jetzt hier los. Ja. Was wenn du jetzt aus deiner Sicht aufnehmen könntest, wäre das von Vorteil, Timo. Ja, das wäre von Vorteil. Aber du wehrst dich ja so vehement. Was? Okay, das ist bei dir. Du könntest wohl nicht locker irgendwie, was weiß ich, 3,95 GB Fraps-Aufnahmen für 5 Minuten Aufnahme machen, oder? Aber Timo, wenn du dir eine Festplatte holst, sollte die mal mindestens 1 Terabyte haben. Ja, ja. Halber ja. Geht ja auch, denke ich mal. Halber Terabyte? Ich hab 1 Terabyte gekauft, also meine Mutter und ich, die hat gerade mal 60 Euro gekostet. Also. Aber Timo, ein halber Terabyte... Ich will eine interne haben. Ja, eine interne schon, aber eine interne Festplatte, da wird halber Terabyte knapp, weil du willst überlegen, du willst irgendwann vielleicht mal ein paar Spiele drauf machen. Und dann ja, noch Fraps. Ja, das schon, aber. Ja, okay, ist deine Entscheidung. Also. Ah, 500. Ja, ja, ja. Also soll ich riskieren, versucht Wasser zu springen? Ja, habe ich auch mal riskiert drauf gehabt. Alter, aber wenn ich daneben springe, dann sterbe ich. Dann lass es die. Dann du hast den Diamantschmitz-Bittacke bei dir. Das Risiko okay. Können wir einfach nicht gebrauchen. Es wäre asozial den anderen Mitspielern gegenüber solch ein bisschen Verhalten. Action hier wieder. Wow. Action. Ich weiß gerade nicht, was ich hier runterkommen soll. Ach, und nimm mal massig Eisen und Kohle mit, ja? Ja, klar. Das wird sowieso gesammelt bis zum geht schnell. Ach so, doch bitte still dahin, ja. Was? Oh. Ja, ich mach das hier gerade alles schön. Och, ein bisschen Eisen. Musst du suchen, wo das ist. Hast du schon einsortiert? Ne, ich hab das. Ich fang grad ein einzusortieren. Okay. Warum haben wir so viele Birkenholzplanken? Laden kannst du nicht. Oh, warte. Mach mal nochmal so einen Kessel. Schön, das macht die Küche. Ach, hier ist ein Boot drin, oder? Ich hoffe, der ist nicht rund. Rund sein. Er ist nicht rund. Oh, das ist schon Gold. Du hast Eisenspitzhacke mitgenommen? Ja. Dein auch, was ist halber? Was? Dein. Ja, hab ich auch. So. Eisen ist auch dabei. Eisen. Eierrobben. Was? Eierrobben? Wieso Eier? Boah, das hat das letzte Mal. Du hältst nicht so viel von Eierrobben, oder Timo? Was? Du hältst nicht so viel von dem, oder? Eierrobben? Ja. Halt ich echt nicht so. Bayern hätte doch jetzt irgendwie so einen extrem teuren Spieler gekauft, oder? Ja, Martinez. Ja, Xavi Martinez. Lohnt sich der Preis, nett. Den der gekostet hat? 40 Millionen. Ist man noch nicht. Ist er das wert? 40 Millionen. Ich würde mal sagen, nein. Durch die Medien, was die Medien sagen, ja, aber ich weiß es nicht, ich hab den gesehen. Ein Interview mit dem gesehen? Der ist doch irgendwie defensives Mittelfeld oder Abwehr, oder? Ja, defensives Mittelfeld, ah, also Sektor.
Warum gibt man für das defensive Mittelfeld so viel Geld aus? Ich habe gedacht, sowas gibt man nur für... heutzutage, wenn der Spielaufbau macht. Achso, außerdem hat Bayern das. Ich habe gedacht, so viel Geld gibt man immer nur für Stürmer und Mittelfeldspieler, die so offensiv spielen, aus. Für Stürmer hat Bayern Mandzukic gekauft für 13 Millionen. Ja, stimmt, die wollten dieses Jahr ja groß einkaufen. Also ja. Die wollen jetzt mal wieder einen Titel, wie Mongos. Und nicht immer hier Dortmund. Die hier sind ja die Kings. Ja. Nee. Also in der Champions League sind sie noch nicht so weit gekommen, Dortmund. Ja. Boah, Alter, die haben dieses Jahr Real Madrid, City und Ajax Amsterdam. Alter. Ja. Weißt du, wie stark die sind? Ja, da wird. Dortmund ist in einer guten Gruppe, aber wenn der Timo sagt, die sind die Kings, dann sieht man, was sie wirklich drauf haben. Stimmt eigentlich, ne? Da können sie auch zeigen, ob sie wirklich was können. Ja. Ja, die haben ja Reus, also geht. Also ich zitiere mal Markus spielweise. Also der Markus zitiere ich mal, also ungefähr zitiere ich ihn. Der Markus hat gesagt, dass Dortmunds, also so wie Dortmund Fußball spielt, dass man mit der Art, wie die Fußball spielen, in der Champions League nicht weit kommen. Weil der Markus hat irgendwie gesagt, in der Champions League muss man auf Ballbesitz spielen. Und Dortmund würde irgendwie, ich weiß nicht mehr, ich will ja jetzt den Markus nichts Falsches in den Mund legen. Der hat mich mit damit mal irgendeine Stunde lang vollgelabert oder so. Oder nicht, es ist übertrieben, aber ich hatte irgendwie gesagt, Dortmund, in der Champions League muss man auf Ballbesitz spielen. Und das würde Dortmund nicht machen. Dortmund würde irgendwie offensiv oder so spielen. Aber ich weiß nicht mehr ganz genau. Irgendwie sowas hat ja der Markus gesagt. Ihn sein, ja, warum ist dann Barcelona genauso erfolgreich? Musst du den Markus fragen, ja. Weil die Technik da sind als Dortmund. Zum Beispiel. Ja, aber die spielen ziemlich ähnlich wie Dortmund. Ja. Dortmund aber die haben bessere Spiel, aber die haben bessere Spieler als Dortmund. Was? Timo hat so gestern noch Fußball. Zum Beispiel. Gestern gab es das UEFA-Finale da, wie das heißt, Cup, glaube ich, heißt das, ne? Da hat Chelsea gegen Atletico Madrid gespielt und Alter. Das Spiel ist 4-1 ausgegangen für Atletico Madrid. Ja. Sagst du nichts, ne? Aber bringt auch Ballbesitz. Wie Chelsea das immer versucht. Defensiv also, Ferrari sollte mal eine Fußballmannschaft aufstellen. Warum? Warum nicht? Weil das Spiel in Alonso. Was? Nee, Alonso ist ja ein Formel-1-Fahrer. Aber Alonso Ferrari. Xavi Alonso. Aber Ferrari kann ja trotzdem eine Fußballmannschaft aufstellen. Zum Beispiel, wie heißt diese eine für. Wie heißt dieser. Nenn mal ein paar englische Vereine. Das City, Manchester United. Manchester Chelsea, United wurde auch von der Eisenbahngesellschaft. Timo, das reicht! Ich wollte doch nur. Nee, ich. Blackburn Rovers. Hallo! Ich wollte nur Manchester United wurde auch von einer Eisenbahngesellschaft gegründet. Ah. Und? Und Red Bull und Red Bull macht ja auch alles mögliche. Red Bull ist in der Formel 1, hat was weiß ich, falsch. Red Bull macht total viele Sportsachen und. Wir haben auch in Amerika, glaube ich, einen Fußballverein, ne? Ja, und Ferrari könnte ja auch mal einen Fußballverein machen. Alles Mögliche. Nichts. Warum nicht, ne? Oder wenigstens wäre schön, wenn das wäre doch richtig schön, wenn so eine richtig so rote Trikots und da drauf richtig so groß vorne das Ferrari-Wappen. Mach doch. Ja, vor. Ja. So, unsymmetrisch. Ich mich freue, was macht ihr gerade? Oh, das war das so. Ich sortiere die Kisten ein. Also. Nacht. Ach, wir müssen noch das Dorf reparieren, habe ich mitbekommen. Bist du sicher? Ja. Haben das die Dorfbewohner verdient, dass wir deren Dorf reparieren? Ja. Leben die überhaupt noch? Ja, ein paar leben, glaube ich, noch. Oder sind die schon alle krepiert an? Wenn wir genug Eisen haben, können wir jetzt mal ein Dings hinstellen zum Schutz. Golem. Ja, weil mit dem nächsten Update können die Villager ja zu Zombies werden. Weißt du, Timo? Ja. Echt? Ja. Geil. Ja, damit das Handeln auch nicht so
einfach ist, glaube ich, oder? Keine Ahnung, es ist einfach ein neues, cooles Feature, weil wenn... Es ist ja normalerweise in Zombie-Filmen so, wenn ein Zombie irgendwie Menschen angreift und beißt, dann wird der Mensch auch zum Zombie. Und so ist es eben, wenn ein Zombie einen Villager attackiert, also einmal schlägt, dann wird der Villager auch zum... Zombie. Zombie-Apokalypse. Und dann gibt's noch irgendwas, da kann man so Items kriegen, wenn man so einen Hebel zieht. Da war noch irgendwie so ein besonderer Block. Du meinst der Kommando-Block? Ja, kann sein, dass es der war. Der sah auch ganz praktisch aus. Einiges anstellen. Timo, wann kommt eigentlich der Adventure? Wir müssen eigentlich mal eine Adventure-Map mal wieder weiterbauen. Ja, wir vorhin. Ich hab heute ein bisschen weiter. Ey, was soll's? Den scheiß Handtuch halt dahin. Ich hab keinen Bock wieder rauszulaufen. Komm mal hier hin. Ja, wir müssen da übrigens mal ein bisschen... Warte. Rechtslastiger bauen. Was lastiger? Rechtslastiger. Rechtslastiger? Ja, wenn du reinkommst, rechts. Rechtslastiger. Wo kommen die Samen hin? Nach draußen. Wir haben alles so weit links gebaut. What the hell? Was? Wie viel Gedönse haben wir hier? Menge. Wo hast du die ganzen Zuckerrohr? Haben wir irgendwo eine Zuckerrohrfarm? Ja, hab ich auch draußen in der Truhe. Alles was Landwirtschaft ist, ist draußen. Achso. Gehören Hühner zur Landwirtschaft? Wir haben nicht eine eigene Truhe? Ja, die ist bei dem Hühnerkäfig da. Aber die steht nicht mehr direkt daneben, oder? Weiß ich nicht. Hoffentlich nicht, sonst kann wieder ein Schleicher rein. Andi, hast du noch die, Wir könnten eigentlich auch mal Let's Play... Der ist da hochgegangen. Creeper. Let's Play Creeper? Noch einer. Das wäre auch nicht. Er ist in der Farm hochgegangen, Timo. Nee, der ist nur bei den Bäumen hier hochgegangen. Wir könnten ja eigentlich auch mal Let's Play Hunger Games oder so machen. Aber das wäre nicht so spannend, weil wir sind immer so schlecht. Wir haben doch schon so viel, also du und Bude und Web. Ah, ist wieder noch gut. Ja, Timo, wie weit sind wir bisher bei Hunger Games gekommen, Maxima? Also ich war mal drittbester. Ja, du, aber ich rede von wir. Okay, das ist, andere. Weil irgendwelche Deppen es nicht schaffen, Shift gedrückt zu halten. Was macht man da eigentlich? Kennst du nicht den Film Hunger Games? Ich hab das überall gehört, aber ich weiß nicht, was das ist. Da geht's darum, das ist quasi wie Let's Battle von Pizza mit ihr. Nur mit mehr Leuten. Okay. Das ist nicht so mein Ding. Oh, lieber. Das macht aber eigentlich Spaß. Was auch Spaß macht. Was? Fällt jetzt nichts ein, was Spaß macht. Mir fällt nichts ein, was Spaß macht. Ja, so, ja. Was irgendwie total sinnlos ist. Timo Ärger macht zum Beispiel. Timo Ärger macht Spaß, sagst du? Immer geil. Ja. Wusstet ihr, dass Steve Jobs tot ist? Ja, das wusste ich. Nein, ey. Wusstest du, dass Dean Armstrong tot ist? Der ist doch vor einer Woche oder so gestorben, oder? Ja. Das war voll komisch. Wir haben in irgendeiner Aufnahme über Mondlandungen und sowas geredet. Und irgendwie zwei Tage später oder so war der tot. Komisch gewesen. Also wenn dieser eine Fußballer von Bayern irgendwie in den nächsten Tagen tot ist, dann Herzinfarkt oder so stirbt. Ja, dann sind wir schuld. Dann habe ich Bedenken. Dann habe ich auch Bedenken. Dann sollten wir aufpassen, echt... über was wir in den Let's Plays reden. Ja, dann reden wir am besten nur noch von... Dann reden wir von Lehrern. Ne? Ja, genau. Okay, es gibt auch Lehrer, die sind nett. Aber es gibt auch Lehrer, den könnte man sich ab und zu mal so, was weiß ich, irgendwie...
so eine etwas länger andauernde Krankheit wünschen. Ja, wäre nicht schlecht.